Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Wir müssen versuchen, die Anlage gegen sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant. Während Sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Startrampe in Krasna 45 noch funktionsfähig. General Krukow meint, dass wir sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im Orbit ist. Viel Glück. Das Reich muss gestoppt werden. Schlagen Sie die Invasoren aus Krasna 45 zurück. Ihre Befehle lauten wie folgt. Okay, machen wir gleich weiter. Eskortieren Sie Natascha zur Abschussrampe. Halten Sie nach sowjetischen Kriegsgefangenen. Krasna 45. Einheit wird angegriffen. Mach dieses Pack fertig! Erstmal den Bösen. Wir hatten einen Spähtrupp vor einiger Zeit entsandt, aber er ist wohl verschollen. Begeben Sie sich zur Abschussrampe. Aber bitte seien Sie auf der Hut. So. Neues Einsatzziel erhalten. Erhaltet die Gürtel an, Jungs! Wie niedlich die Infanterie gegen die Sickles. Sie haben einen Rudel Kriegsbären gerettet. Die Tiere sind gute Speer. Kriegsbären. Wir sind unterwegs. Verstanden, Zentrale. Ich habe auch ein paar Bären. Weiter feuern! Ihr habt ihr was gehört? Verstanden, Zentrale. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Infiltratung geortet. Wir vermuten, dass in der Nähe sowjetische Truppen festgehalten werden. So. Gehen wir auf die linke Seite. Tesla-Truppen, muss er retten. Sie reiben unsere Tesla-Truppe auf. Das ist der letzte Strohhalm. Na komm. Lauf nicht in die andere Richtung. Einige unserer besten Tesla-Truppe sind zu ihnen gestoßen. Auf meiner Seite sind nur noch zwei von mir. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bonusziel erreicht. Panzerfahrzeuge haben gegen Tesla-Truppe keine Chance. Bonusziel erreicht. Kondensatoren bereit. Sie haben alle Mitglieder des Spähtrupps befreit. Jetzt können sie dafür ihnen helfen, die Abschussrampe zu erreichen. Feindlicher Infiltrator geortet. Ziel wählen. Ich kümmere mich mal da ein bisschen drum. Um was? Panzer da unten. Ja. Kondensatoren bereit. Ja, mach du die mal aus der Distanz, das ist gut. Ein paar Truppen sparen. Ich habe die ganzen Panzer da unten gerade mit dem Magnetsatelliten alle erwischt. Und ich glaube sogar ein oder zwei von den Mechatangos habe ich auch noch erwischt. Hey Boss! Jemand in der Nähe? Gut, wir haben jede Menge Munition. Sehr schön. Hier drüben, Männer! Ja! Ja, die hätten unsere Tesla-Truppe auseinandergenommen. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, habt ihr was gehört? Wir kriegen sie! Erwischt! Schluis! Kommt näher gegen meine Sicherheit, das könnt ihr nichts machen. Ja, habt ihr was gehört? Holpriger Ried! Gegen Natascha auch nicht. Da sind sie! Den Geheimpunkt gebe ich mir eben mal auf. Eine Einheit. So, haben wir denn irgendwas gegen die Hubschrauber? Nein, die hauen ab. Okay. Die tun uns zum Glück nichts, weil gegen die könnten wir gerade echt nichts machen. Okay. Was haben wir denn da oben?
Da wollte ich drauf schießen. Feindlicher Infiltrator geortet. Wo haben wir denn den feindlichen Infiltrator? Wir sind unterwegs. Da hinten sind noch zwei Shinobis. Da. Eine Einheit wird angegriffen. Gute Nacht. Hier drüben, Männer. Okay. Das ist ein bisschen mehr, was da steht. Oh, das könnte länger dauern. Ich habe auch leider gerade keinen Magnetsatelliten bereit, oder hast du deinen? Dann könntest du da einmal quer durch. Das würde das Ganze nämlich wesentlich beschleunigen. Ja. Jemand in der Nähe? Den Rest können wir so machen. Auf Patrouille! Sehr schön. Magnetsatelliten sind so praktisch. Ja, gut, dass du mich noch mal dran erinnert hast. Ich hol mir da schnell mal dieses Medipack. Der Satellit ist im Orbit. Comlink reaktiviert. Vernichtet sehr schön. Mit einem Orbitalbombardement. Verstanden, Zentrale! Da kommen schon wieder die... Es wäre taktlos von mir, mich nicht vorzustellen. Ich bin Shinzo Nagama. Sie mögen Kenji besiegt haben. Doch mich zu schlagen ist gar nicht so leicht. Sie haben mich besiegt. Sie haben sich die ganze Zeit in den Zelten versteckt? Was soll's, mir egal. Das Orbitalentsorgungsprotokoll ist jetzt verfügbar. Nun können Sie den Feind vernichten. So, wo tun wir das orbitale Entsorgungsprotokoll drauf abfeuern? Ja, Vorsicht, da kommt ein Bombenabwurf und wieder die ganze Geschwader. Haltet die Gürtel an, Jungs! Verstanden, Zentrale! Das ist etwas, was auf Mittel hier nicht kommt. Den Bombenabwurf würde ich hier gerne abwarten. Kommen die überhaupt unendlich? Erhaltet die Gürtel an, Jungs! Habt ihr was gehört? Hört ihr nicht? Auf Patrouille! Lass sie nicht entkommen! Erhaltet die Gürtel an, Jungs! Da sind sie! Lass mal gucken, dass ich meine Tester-Truppen da gut rumkriege. Wo ist Watasha schon wieder hingelaufen? Wo ist da hinten irgendwo? Keine Ahnung, was. Warum ist sie da hingelaufen? Hier drüben, Männer! Verfolgt sie! Ich hab sie doch hier nach links geschickt, wo meine Trefferstruppen sind. Ja, diese Wegfindung manchmal. Eine Einheit wird angegriffen. Auf Patrouille! So, Erhaltet die Gürtel an, Jungs! Auf Patrouille! Halt, ist es vorbei! Was gehört? Okay. Vernichten wir sie! Okay, ich habe leider nur noch zwei Sickles übrig. Aber wir haben noch eine Tasche, das reicht noch. Ziel wählen. Okay. Ich gebe die mal einen kleinen Abbruch über ihren Bauhof. Ja, ich wollte das eigentlich gerade mit der Tasche machen. Hättest du dir ein bisschen sparen, hättest du fahren können. Ich glaube, alles, was du mit Akasha anbietest, ist auf 15 kaputt. Kommandos one-hitten alles. Okay, das wird sich nicht zerstören. Aber eine Sache muss ich, die mir Gedanken macht, ist... Yuriko, genau. Ich versuche mich leise an Yuriko anzuschleichen. Natasha kontert Yuriko aus. Das ist kein Problem. Wo ist Yuriko? Die musste eigentlich noch da hinten stehen, ja. Das ist nur sie. Dachten Sie etwa, es würde so leicht sein, uns aufzuhalten? Danke, dass du mir die Kontrolle über meine... Ihre Taktik ist unorthodox, aber das war kein Problem für Sie, Kommandant. Die Bürger Moskaus werden hingerissen sein, wenn sie von diesem Sieg erfahren. Danke, Spiel. Ja, wird ja später noch besser. Das sind ja nur die ersten paar Missionen. Eine geht noch, oder? Ja, klar. Aber ich liebe es ja so richtig, wenn man... Ein großer Sieg, Kommandant. Sie haben mir Ihre Verlässlichkeit bewiesen.
General, wir haben es fast geschafft und das Reich zurückgeworfen. Aber ohne unsere Flotte können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Wir sollten den Hafen von Vladivostok zurückerobern. Wieso lassen wir das nicht unseren jungen Kommandanten erledigen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Tschernenko. Das Reich hat dort starke Truppenverbände. Das ist keine Operation für einen Anfänger. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Kommandant diese Aufgabe bewältigen kann. Nein, ich sehe das etwas anders. Ich weiß Ihren Standpunkt zu würdigen, General, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Ja, das haben Sie klar und deutlich ausgedrückt. Kommandant, in einer Sache hat der General absolut recht. Wir können ohne unsere Flotte diesen Krieg keinesfalls gewinnen. Ja, und deshalb müssen Sie die Truppen des Reichs aus unserem Hafen vertreiben. Die Truppen des Reichs haben den Hafen von Vladivostok besetzt, den ehemaligen Heimathafen der sowjetischen Pazifikflotte. Als weiteres Zeichen seiner Arroganz wurde dort im Auftrag des Sohns des Kaisers ein kunstvoller Palast errichtet. Wir müssen ihnen zeigen, was sowjetischer Stolz bedeutet, indem wir sie aus unserer Heimat jagen. Zerstören Sie diesen Palast und sichern Sie unsere Küste. Es wird Zeit, den Hafen von Vladivostok zurückzuerobern. Jetzt muss man den Reich lassen. Wir haben schnelle Architekten. Yep. Dass die mal eben einen Palast errichten. Yep, das haben sie definitiv. Sichern Sie die Umgebung des Hafens, um ihren Angriff vorzubereiten. Jetzt haben wir wenigstens mal wieder eine Base und eine stabile Ressourcenproduktion. Hier in der Base. So. Ja, ich habe auch bereit gedrückt. Oh, der Horst hat das Spiel verlassen. Moment. Hallo, Horst. Ja, bei mir sagt er gerade, dass ich auf dich warten müsste. Allerdings gibt er mir nur die Option Spiel beenden und die kann ich nicht mal anwählen, weil wenn ich da versuche drauf zu klicken, passiert nichts. Lade mich nochmal ein. Moment. Wenn er mich hier irgendwann mal lässt, dann mache ich das. Aber ich muss hier erstmal wieder warten. Mal sehen, ich bin noch online, okay. Moment mal, ganz kurz. Machen wir das einmal mal so. Hallo, willst du? Spiel. Spiel, mach was ich sage. Spiel will nicht. Spiel sagt nein. Moment. Computer sagt nein. Ich gebe ihm mal noch einen Versuch. Schauen wir mal, ob er die jetzt will. Nope. Den hier lässt er mich, okay. Er lässt mich gerade nur solo machen, warum auch immer. Online bin ich aber noch, ne? Ja. Ich bin noch online. Dann musst du die Mission neu auswählen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Das habe ich schon zweimal versucht. Dann log dich mal neu ein. Moment. Einmal kurz abmelden. Ich glaube, der hat sich bei mir komplett aufgehängt, oder? Oh, doch, nee. Jetzt hat er. Oh, ja, okay. Ich glaube, jetzt hat er die ganzen Meldungen, die er mir vor einiger Zeit geben wollte, endlich gegeben. Okay. Jetzt kannst du mich einladen. Moment mal ganz kurz. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Schauen wir mal. Ja, jetzt lässt er mich wieder, ja. Okay. Eine Einladung. Ui, unerwartet. So. Weiter. Das Video hatten wir schon. Die Truppen des Reichs haben den Hafen von Vladivostok besetzt, den ehemaligen Heimathafen der sowjetischen Pazifik. Es wird Zeit, den Hafen von Vladivostok zurückzuerobern und das Reich aus unserem Land zu jagen. Also, jetzt hoffen wir mal, dass es diesmal funktioniert. Sichern Sie die Umgebung des Hafens, um Ihren Angriff vorzubereiten. Zerstören Sie die Schiffswerften, die der Feind im Hafengebiet errichtet. Ja, jetzt schaut das schon wesentlich besser aus. Bevor Sie den Hafen angreifen, ist es nötig, auf dieser vorgelagerten Insel einen Stützpunkt zu errichten. Viel Glück. Viel Glück. Das ist eigentlich, ja. Müssen wir haben.
Neues Einsatzziel erhalten. Feindliche Einheiten entdeckt. Wohin soll's gehen? Wie Sie wünschen. Okay. Wo landen wir denn? Gut, feindlicher Stützpunkt entdeckt. Erstmal den Tengu wegmachen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das sind zwei Tengus. Sogar drei. So. Kann den Strom ausschalten. Verstärkungen sind eingetroffen. Schwere Verluste gemeldet. Wir unterstellen unseren Amphibien-Stingray ihrem Kommando. Verstärkung bekommen. Stingrays, ja. Ich mache mich auf der linken Seite breit, wo ich gerade am Freikämpfen bin. Komischerweise gehen die gerade genau wieder verkehrt. Alle Systeme stabil. Ja, Verbindung vorbereitet. Wir sind auf einmal einen Haufen Chat-Tengus gelandet. Gut, da müssen wir das halt mit den Stingrays machen. Die haben jetzt gerade meine ganze Infanterie zerschossen. Mal sehen, was passiert. Das ist nicht so gut. Ja, die sind mitten in meiner Infanterie gelandet und Infanterieabwehr mitten in der Infanterie. Das weiß man ja, was dabei rauskommt. So, setzt du deine Wolfbox in. Oh, was ist das? Was war das? Das war ein Erzsammler. Eine Einheit wird angegriffen. Sie beschädigen die Systeme! Deine Bullfox etwas wegsetzen. Wie geht's? Wie steht's? Kein Problem. So, wo müssen wir denn jetzt hin verteidigen? Richtung Norden hauptsächlich. Also. Neues Einsatzziel erhalten. Unser Einsatz. Also Richtung Norden. Ich habe einen MBF. Oh, so eine Überraschung. Ich habe auch einen MBF. Systeme bereit. So, wollen wir mal hier direkt. Reversion beendet. Von hier werden wir unser Mütterchen Russland von diesen Imperialisten zurückerobern. Da ist ja hier ein kleines Kraftwerk bauen. Bevor der mir sagt, keine Energie. Bau abgeschlossen. Beachten Sie, dass Ihr Co-Kommandant Zugriff auf Ihre Ressourcen hat. Okay. Alle Einkünfte gehen zu gleichen Teilen an Sie und ihn. Wir haben jetzt also 9200 Dollar. Nee, die sind Rubel. Trotzdem getrennt. Die meinen damit nur, dass wir uns die zwei, also die vier Erzraffinerien 2-2 teilen sollen. Mehr ist es nicht. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Jetzt wird gesammelt. Neues Bonusziel erhalten. Wie verwirrend. Wird gebaut. So, Basisverteidigung ausbauen. Hm. Alles klar. Was baue ich denn hier? Bau mal hier hinten ein paar Flak-Dinger hin. Weil ich befürchte, dass er sonst mit Hubschraubern kommt. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Jetzt wird gesammelt. Bau abgeschlossen. Da will ich keine Hubschrauber haben. Wird gebaut. War was auf meiner Seite eine Werft? Ist ja egal, auf welcher Seite das ist. Das ist meine Seite. Unverschämtheit, Unverschämtheit. Ich sollte vielleicht noch ein Kraftwerk bauen, stelle ich gerade so Bau fest. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Indeed. Zu wenig Energie. Was tut schon mal Basisverteidigung? Oh. Ja, die ist gerade nicht vorhanden, die Basisverteidigung. Ja, gleich ist sie wieder da. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Yeah. Bau abgeschlossen. Wie tu. Kraftwerk wird gebaut. Währenddessen kann ich ja noch mal hier ein bisschen helfen mit der Basisverteidigung. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Mal zwei Wolfbox. Wolfbox sind echt tolle Einheiten, finde ich. Es ist, die gehören mitunter zu den effektivsten Luftabwehreinheiten, die ich in dem Spiel kenne. Bonusziel erreicht. So, welche Taste war noch mal für alle Einheiten auswählen. Also nicht alle Einheiten, sondern alle der Gute derselben Arbeit. Gattung. Diese Abwehrsysteme schützen ihren Stützpunkt vor Angriffen. Ah? Doppelklick. Alle Systeme stabil. Ja, auf der, wenn du die alle auf derselben Map hast, also im selben Blick hast.
Aber es gibt auch eine Taste, die du drücken kannst, um alle Einheiten derselben Gattung auszuwählen. Teamkollege hat die Mission unterbrochen. Was? Ja, ich... Gott, tschüss. Ach, bist du auf Escape oder was? Ja. Okay.